Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Wenn der Arzt die Diagnose Blasenkrebs stellte, machen sich viele Menschen Sorgen um ihre Zukunft. Denn es ist durchaus möglich, dass der Krebs zwar heilbar ist, aber nur, wenn die Blase entfernt wird. Und dann fragen sich viele, ob sie jetzt einen künstlichen Blasenurinausgang brauchen oder ob man das auch anders und besser lösen kann. Bei mir ist Professor Dr. Andreas Groß. Er ist Chefarzt der Urologie an der Asklepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie da sind, Herr Professor Groß. Guten Tag. Wie oft kommt das denn vor, dass der Krebs bekämpfbar ist, aber nur, wenn die Blase entfernt wird? Denn das ist ja erstmal ein Schock. Zunächst muss man sagen, dass Blasenkrebs gar nicht so selten ist, wie man immer denkt. In einer Abteilung wie meiner sehen wir ungefähr 400 bis 500 Patienten im Jahr. Davon sind dann 15% ungefähr in einem Tumorstadium, wo wir über die Entfernung, komplette Entfernung der Blase sprechen müssen. Und bei den anderen 85%, wenn ich dann richtig rechne, wie können Sie denen dann helfen? Dann wird das noch durch die Harnröhre mit elektrischen Schlingen ausgeschält. Wir haben sehr moderne Untersuchungsmethoden, dass wir auch Vorstufen des Blasenkrebses in der Blase erkennen können, dass wir dort auch neben dem eigentlichen Entfernen des Blasentumors auch prophylaktisch schon anderes schadhaftes Gewebe finden und entfernen können. Aber da, wo dann doch die Blase entfernt werden muss, was sind das für Patienten, die da zu Ihnen kommen? Wie alt sind die? Es ist ziemlich konstant, sind es 66-jährige Patienten. Plus minus natürlich, wir sehen im Moment, gerade in diesem Jahr, auch sehr junge Patienten. Sehr jung ist aus urologischer Sicht ein Patient unter 50. Mhm. Aber wir haben auch dieses Jahr schon 20-jährige Patienten mit diesem Problem gesehen. Es ist zum überwiegenden Anteil sind Männer, zum kleineren Anteil sind es Frauen. Ein hoher Prozentsatz von ihnen, das werden Ihre Zuhörer vielleicht nicht so gerne hören, haben eine Raucheranamnese. Das heißt, das Rauchen ist schon etwas, was Blasenkrebs ja was fördert, verursacht? Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Rauchen und der Häufigkeit von Blasenkrebs und mit der Anzahl der Zigaretten und der Bösartigkeit des besonderen Blasenkrebses. Man muss allerdings auch sagen, es gibt unfairerweise auch eine ganze Reihe Patienten, die nie geraucht haben und immer gesund gelebt haben und den Tumor trotzdem bekommen. Ja, aber um noch auf die Raucher zu kommen, hilft es, wenn ich das jetzt höre, als Zuschauer von uns, hilft es denn dann, ab sofort aufzuhören mit dem Rauchen oder leide ich unter dem, was ich vor 20 Jahren getan habe? Natürlich vergisst der Körper nur langsam, aber Sie tun sich selbst schon mal auf jeden Fall was Gutes, wenn Sie aufhören. Unabhängig davon sparen Sie, glaube ich, auch eine Menge Geld. Ja, das natürlich auch. Aber eben sparen mir auch meine Gesundheit natürlich dann auf. Unser Thema ist ja, was tun, wenn der Krebs bekämpfbar wäre, aber die Blase entfernt werden muss. Ja. Jetzt kann man sich das kaum vorstellen, dass der Gang auf die Toilette ein ganz anderer sein soll. Ich habe gehört, dass man eine Blase neu formen kann. Was können Sie uns dazu sagen? Das ist, glaube ich, eine Neoblase, nennt man das, eine neue Blase. Das nennt man eine Neoblase. Das ist natürlich schon eine erhebliche Veränderung in dem Körper des Patienten, der zu uns kommt. Und deswegen machen wir es uns, auch dem Patienten, nicht so ganz leicht, diese Entscheidung zu treffen. Wir sind ja hier, Gott sei Dank, ein zertifiziertes Tumorzentrum, Krebszentrum. Das wird im Tumorboard besprochen und dann wird mit den Kollegen der Strahlentherapeuten, der Chemotherapeuten und der Operateure nochmal wirklich durchgesprochen, ist dieser Patient jetzt der Richtige für eine Operation? Mhm. Wir wollen die Entscheidung richtig treffen. Wenn diese Entscheidung getroffen ist, wird bei allen Patienten zunächst die Blase entfernt. Und so komisch das klingt, das ist ein relativ einfacher Eingriff. Die Herausforderung ist dann, den Patienten so zu versorgen, dass er eine gute körperliche Integrität wiederbekommt. Das spricht, eine neue Blase zu bauen oder einen künstlichen Ausgang so anzulegen, dass der Patient mit seinem Körpergefühl zufrieden ist. Deswegen, wenn ich das noch ausführen darf, haben wir auch Psychologen an Bord, die den Patienten vor, während und nach der Operation betreuen können, wenn der Patient Bedarf hat. Aha, das heißt, wenn ich also zu Ihnen in die Behandlung komme, dann werde ich relativ schnell auch einem Psychologen vorgestellt, der Menschen kennt, die solche Probleme haben wie ich. Ich habe das Privileg, dass der Psychologe in meinem Team sogar Facharzt für Urologie ist. Der weiß sogar, was wir handwerklich tun. Ja, das ist natürlich sehr schön.
Meine Frage war eigentlich auch, wenn Sie die Blase entfernen müssen, ist es tatsächlich nur die Blase selbst, die entfernt wird, oder werden dann auch andere Dinge noch entfernt im Körper? Wir müssen unterscheiden zwischen Männern und Frauen bei der Operation. Jetzt nehme ich mal die Männer vorne weg, weil sie häufiger sind. Ja. Man entfernt bei den Männern auch gleichzeitig die Prostata und die Samenblasen. Mhm. Einerseits, weil es technisch kaum anders machbar ist, und zweitens, weil wir wissen, dass ein Drittel der Männer, die die Blase entfernt bekommen müssen, auch gleichzeitig Prostatakrebs haben. Mhm. Das bedeutet dann aber auch als Spätfolge oder als Folge dieser Operation der Verlust auf jeden Fall der auch der Libido. Nein, die Libido wird ja durch die Hormone gesteuert, und an den Hormonen tun wir gar nichts. Aha. Ist die Potenz, die Erektion gefährdet. Wir können anbieten, die Operation so zu gestalten, dass wir diese Nerven, die für die Erektion wichtig sind, erhalten. Da muss man aber mal ganz ehrlich sagen, dass das nicht so häufig gelingt wie zum Beispiel bei einer Prostatakrebsoperation. Ja. Und man muss auch ganz klar sagen, eher nehmen wir diese Nerven bei der OP mit, als dass wir eine Tumorkrebszelle zurücklassen. Man muss also davon ausgehen als Patient, dass im Zweifel es nachher dann nicht mehr funktionieren wird, und sich darüber freuen, wenn es dann dennoch funktioniert. Also wenn es funktioniert, hurra, dann freuen wir uns mit dem Patienten. Ja. Wenn es nicht funktioniert, haben wir ja heute Gott sei Dank durch die moderne Medikation und andere Hilfsmittel noch einige Pfeile im Köcher, sodass wir den Patienten dann doch noch zu einem guten Liebesleben verhelfen können. Ja. Wenn ich jetzt noch kurz über die Frauen sprechen darf. Ja, bitte. Bei Frauen ist die Herausforderung, wenn man die Blase entfernt, die ja direkt über der Scheide liegt, dass man genau die Schicht zwischen Blase und Scheide finden kann, um die Scheide zu erhalten. Das hieß früher, wäre unmöglich. Wir können das Gott sei Dank heute, sodass die Frauen durch die Entfernung der Blase immer noch kohabitationsfähig sind. Bei Frauen und Männern können wir dann, wenn die Blase entfernt ist, eine neue Blase oder einen künstlichen Ausgang in gleichem Maße anbieten. Diese künstliche Blase, woher kommt die? Aus dem eigenen Darm, aus dem eigenen Dünndarm der Patienten. Wir schalten ungefähr 50, 60 cm Dünndarm aus. Der bleibt an den Adern, sonst würde er ja absterben. Der Darm an sich wird wieder aneinander genäht, sodass der Speisebrei auch in Zukunft gut durchfließen kann. Und dieses ausgeschaltete Darmrohr wird längs aufgeschnitten, dann haben wir einen Streifen. Und dann, muss man sagen, geht es fast wie im Bastelunterricht. Dann macht man aus einem Streifen einen Beutel, und diesen Beutel schiebt man dort unten hin, wo die Blase war. Und dann wird das an dem Schließmuskel des Patienten festgenäht, und die Harnleiter, die den Urin zur Blase transportieren werden, oben in diesen Beutel eingenäht, und dann haben wir es geschafft. Das klingt faszinierend. Dennoch ist es ja ein Darm. Also, was ich mich frage, ist, das ist ein Gewebe von einer anderen Stelle des Körpers, und ich frage mich, ob der sich dann einfach umentscheidet, in Zukunft eine Blase zu sein. Das ist eine kluge Nachfrage. Natürlich, der Darm bleibt Darm, und der weiß auch nicht, dass er jetzt einen anderen Auftrag hat. Der Auftrag ist ja jetzt, Urin zu speichern. Ja. Vorher war der Auftrag des Dünndarms, Flüssigkeit und Speise und Nahrung aufzunehmen. Und da ist eine gewisse Gefahr, weil dieser Darm, der jetzt Blase ist, Urin aufsaugt in gewissem Maße und ihn wieder in den Kreislauf reinbringt. Und Urin ist ja sauer, deswegen kann das Blut von den Patienten etwas übersäuern. Das wissen wir, deswegen machen wir entsprechende Untersuchungen, und das kann man mit einem relativ einfachen Medikament beheben. Das heißt also, dass man dann immer schlucken muss? Nee, es gibt Patienten, wo sich das dann nach einer gewissen Zeit amortisiert. Allerdings muss man da schon langen Atem haben. Da rede ich von 1, 2, 3 Jahren. Und danach könnte es sein, wie früher auch. Aber noch etwas anderes, die Blase hat ja auch Sensoren. Also sie sagt mir ja, jetzt bin ich voll und jetzt möchte ich, dass du aufs Klo gehst. Kann das der Darm dann auch, also der ursprüngliche Darm auch leisten? Nein, das kann er nicht, das müssen Sie lernen. Das lernt man am Anfang in der Rehabilitationsklinik nach der Uhr, dass man Tag und Nacht stur weg
alle 2 Stunden sagt, so, jetzt muss ich die Blase entleeren. Dann macht man diese Intervalle länger und länger, bis man sich an normale Zeiten angewöhnt hat. Bei manchen Patienten fühlt sich die Blase so gut und der Schließmuskel ist so gut zu, dass sie ihre Blase hoch und höher trainieren. Dann müssen wir die doch zurückpfeifen und sagen, bitte nicht mehr als 1 Liter reinlaufen lassen. Also 1-2 Mal am Tag sollte man auf jeden Fall zur Toilette gehen. Ja, also noch ein Trainingsprogramm, das ich dem dann anschließen werde. Genau, womit die Patienten aber sehr gut zurechtkommen. Eine andere Methode, wenn das nicht funktioniert, mit einer Neoblase, ist ja der künstliche Urinausgang. Ja. Oder der künstliche Blasenausgang ist es ja da nicht mehr. Künstlicher Urinausgang. Wie funktioniert das? Es ist so, wenn Patienten aus irgendwelchen Gründen nicht dazu geeignet sind, dass wir ihnen eine neue Blase bauen, dann macht man eine einfachere Variante und schaltet nur ein kleines Stück Darm aus, was in die Bauchdecke eingenäht wird. Und die Harnleiter werden in dieses Stück Darm eingeleitet und dann fließt der Urin kontinuierlich aus der Bauchdecke raus. Mhm. Damit man da nicht im Nassen steht, haben wir Vorrichtungen. Das sind solche Beutel, wovon zunächst eine Platte über diesen künstlichen Ausgang geklebt wird. Und Sie sehen hier einen Ring. Auf diesen Ring kann man dann unterschiedlich große Beutel drauf tun, in die dann der Urin kontinuierlich rausläuft. Und wenn der Beutel voll ist, macht man ihn auf und lässt ihn ins Waschbecken auslaufen. Mhm. Und alle paar Tage, wenn man das Gefühl hat, der ist nicht mehr so ganz schön, dann wird dieser Beutel hier gewechselt. Mhm. Und wenn man das Gefühl hat, dass diese Platte nicht mehr so ganz schön ist, wird diese Platte gewechselt. Kann man sich selbst helfen oder braucht man dazu irgendeine Unterstützung? Die Patienten bekommen bereits hier in der Klinik von Fachkräften, das sind Pflegekräfte, die sich auf solche Dinge spezialisiert haben, die erste Anleitung. Da gibt es eine Überleitung nach Hause, dass die auch zu Hause, wenn sie in ihrem Umfeld wieder sind, nicht alleine stehen. Und dann können die Patienten selbst. Man muss mal fairerweise sagen, Frauen sind da pragmatischer und besser und kommen schneller zurecht. Männer tun sich damit ein bisschen länger schwer, aber am Schluss schaffen es eigentlich alle. Naja, ich stelle mir das sehr unangenehm vor und sehr, es manifestiert ja, dass sich mein Leben verändert hat. Also es zeigt es ja sehr deutlich, dass ich jetzt ein anderes Leben habe. Vielleicht frage ich mich aber auch, was merkt mein Gegenüber? Merkt das jemand, dass ich so einen Beutel an mir trage? Nein, das nicht. Also wenn wir zusammen in die Oper gingen hier in Hamburg und ich würde mit dem Finger auf alle Beutelträger zeigen, würden Sie wundern, wie viele Menschen das doch sind, die betroffen sind. Es geht ja nicht nur um Blasenkrebs, auch bei Darmkrebs hat man ja ähnliche Beutel. Das ist etwas sehr Häufiges. Natürlich stört es die körperliche Integrität, wenn man nackt vor dem Spiegel steht und einen künstlichen Ausgang hat. Das will ich nicht schönreden. Ja. Aber wenn das der Weg ist, dass man den Krebs heilen kann, ist das ein Preis, den man bereit sein sollte zu zahlen. Ja, ist das, was machen Sie häufiger, die künstliche Blase oder diese Art des Ausgangs? Also es kommt noch eine dritte Gruppe dazu. Ja. Das sind die Patienten, die wir eigentlich nicht heilen können, aber wo wir wegen Schmerzen oder Blutungen oder anderer Gründe schnell die Blase rausnehmen und eine andere Lösung finden. Und da würde ich sagen, ist es ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Und bei dieser letzten Gruppe, die Sie angesprochen haben, was können Sie für die tun? Das Schlimme beim Blasenkrebs ist, dass er blutet und die Patienten durch das Ausbluten schwach werden. Und weil es blutet, müssen sie dauernd zur Toilette. Und zwar Tag und Nacht. Ja. Und wenn man nachts 10-mal raus muss, das ist ja wie eine Folter. Mhm. Und wenn wir diesen Patienten die Blase entfernen und die können plötzlich wieder durchschlafen, bekommen die nochmal richtig Lebensqualität und Kraft, obwohl wir wissen, dass wir sie mit der Operation nicht von dem Krebs heilen. Mhm. Aber die Zeit, die ihnen bleibt, ist eine Zeit von großer Lebensqualität. Ja. Und wie wird denn da dann der Urin abgeleitet? Dann machen wir eine noch schlichtere Variante der Ableitung in die Bauchdecke, was man von außen eigentlich nicht unterscheidet von diesem, was ich vorher gesagt habe, mit diesem künstlichen Ausgang. Ja, und wie schnell erholt sich der Patient? Diese Patienten, die sind nach 5-6 Tagen zu Hause, weil wir nur, wie ich vorhin schon gesagt habe, den einfachen Teil der Blasenentfernung machen und den ganzen komplizierten Teil mit dem Darm,
beiseite lassen. Der Darm ist der, der immer Ärger macht in der ersten Erholungsphase. Ja, ich möchte nochmal zurückkommen auf die Frauen. Es gibt ja durchaus auch Frauen, die noch Kinder bekommen möchten. Ist das eigentlich möglich? Ja, das ist für uns eine große Herausforderung, denn so wie man bei den Männern die Prostata mitnimmt, ist man geneigt, bei den Frauen das innere Genital, also die Gebärmutter und die Eierstöcke mitzunehmen. Nicht, weil das wirklich medizinisch notwendig wäre, sondern weil wir einen solchen Umbau in dem Körper machen. Und wenn diese Frauen dann doch noch mal etwas an der Gebärmutter hätten oder an den Eierstöcken, das für den Gynäkologen kaum operativ zu erreichen wäre. Aber ich persönlich habe eine sehr junge Frau unter 20 Jahren so operiert, die natürlich Kinderwunsch hatte. Und wir haben sie mit einer neuen Blase versorgt und sie hat hinterher zwei Kinder gekriegt. Das sind so die Freuden, an denen ein Operateur sich wirklich labt. Das heißt, die Chance ist hoch, dass es funktionieren kann. Das geht, aber das ist natürlich schon High-End. Vielen Dank für diese interessanten Informationen. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/Nachtvorlesungen und auf YouTube. Machen Sie es gut.